Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial bei Kurs of U Tech. Heute mal ganz kurz gezeigt, wie ihr euer Google Drive Konto um 2 GB aufbohren könnt. Google hat anlässlich des Safer Internet Days 2016 jetzt eine Aktion gestartet, in der man einen Sicherheitscheck auf seinem Google Konto durchführen soll. Und wenn man das getan hat, bekommt man 2 GB OneDrive Speicher. Und das Coole daran ist, dass dieser OneDrive Speicher auch nicht wieder zurückgenommen wird. Also ihr werdet diese 2 GB Bonus auch in ein, zwei Jahren immer noch nutzen können. Ganz kurz gezeigt, wie funktioniert das Ganze. Ihr klickt auf den Link, der natürlich im Artikel, Link in der Videobeschreibung, zu finden ist. Und ihr geht jetzt einfach hier diese ganzen Schritte durch. Guckt euch das an. Hier sieht man dann auch, welche Adressen verknüpft sind, ob irgendwelche komischen Logins sich mit dem Google-Konto verbunden haben. Wenn ich sage, okay, das ist alles korrekt, es gibt ein verbundenes Gerät, und dann sage ich hier, alles korrekt, alles passt. Und hier steht es, zur Feier des Safer Internet Days 2016 haben wir 2 GB kostenlosen Drive-Speicherplatz zu Ihrem Google-Konto hinzugefügt. Okay, dann gehen wir mal weiter. Und dann ist das Ganze auch schon fertig. Hier sind wir jetzt in den Security-Einstellungen vom Google-Konto. Gehen wir doch mal in unser Google Drive rein und schauen uns das Ganze dort mal an. Wie sieht das da aus? Es dauert immer ein paar Sekündchen. Bei mir hat es vorhin ein bisschen länger gedauert. Mal gucken, ob sich das jetzt schon durchgesetzt hat. Es sind noch 15 GB. Man kann sich das hier auch mal im Detail anschauen, wenn man auf mehr Speicherplatz klickt. Und hier sehen wir schon, hier sind die 17 GB bereits berechnet. 15 GB bekommt man sowieso, wenn man sich kostenlos registriert. Und hier ist der Bonus für den Sicherheitscheck 2016 mit drin. Also ich habe jetzt 17 GB OneDrive-Speicher. Ja, das war es im Prinzip eigentlich schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Viel Spaß mit eurem OneDrive-Speicher, Google Drive-Speicher. Und bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von Kurs of U Tech. Aber in dem Zusammenhang, ich wollte noch mal in die Kamera sagen, bei Technikfragen gucke ich immer auf dem YouTube-Channel von QSO4U. Wie kommen wir wieder zurück in den Chat? QSO4U.